So, hi Leute und willkommen zu Terranigma. Ja, jetzt kann ich endlich wieder weitermachen dort, wo ich aufgehört habe. Hat der Probleme gegeben und ich musste ja den Stand nochmal wieder hinspielen, weil ich den verloren hatte. Jetzt mache ich einfach weiter. Ich kann absolut nichts mehr essen. Da hat sich die Kleine wohl vollgefressen. Ach ja, das ist eigentlich nicht wunderbar, dass es ein bisschen anders aussieht. Ich habe jetzt einen anderen Emulator. Unten ist die Uhrzeit links unten. Oben ist ein Menü, ja, den kann ich auch mit dem Controller machen. Also Emulator-Menü. Und rechts unten, unterhalb dem rot blinkenden Knopf, ist der Akkustand. Also 57. Da werde ich jetzt im Moment wahrscheinlich erst nur ein Let's Play sehen und danach muss ich den dann laden. So, jetzt kommt das, weil jetzt der König abgenüppelt ist mit dieser Wahl. Bürger, ihr weißt, dass der König dieses Land nicht mehr in diesem Land nicht mehr lebt. Ohne Führer haben wir das Recht auf uneingeschränkte Freiheit. Die Zeit ist reif, das Schicksal des Landes in die Hand zu nehmen. Ich erkläre meine Kandidatur als Vertreter dieses Volkes. Natürlich kann jeder hier für das Amt kandidieren, noch jemand. Ich werde auch kandidieren. Ich bin nicht sehr beliebt, aber ich liebe diese Stadt und kann helfen. Gut, Louis, gib nun deine Absichten bekannt. Ich möchte eine Wahl abhalten, deine Vorhaben zu legalisieren. Ich schlage eine kurze Pause vor, um die Wahl vorzubereiten. Schaut euch die Kandidaten genau an, bevor ihr eure Stimme abgibt. So, hier gibt's zu sagen, dass ich würde empfehlen, den Linken zu wählen, also den mit der Brille, weil wenn ihr den Rechten wählt, dann ändert sich hier nichts. Beim Linken wird die Stadt dann vergrößert und jetzt ist es auch ab jetzt mit die Städteentwicklung, wo man bestimmte Sachen machen muss, damit die verschiedenen Städte größer werden. Und da ist dann immer dieser Typ hier. Ich heiße Heinz, ich beobachte die Entwicklung der Städte. Die Zukunft wird zeigen, welche Politiker sich durchsetzen. Wenn Louis mit den Konservativen gewinnt, bleibt alles beim Alten. Wird jedoch James gewählt, kann der Fortschritt Fuß fassen. Wenn du deine Stimme abgibst, musst du die Folgen bedenken. Zum Schluss ist auch deine Stimme denn maßgebend. Aber die war jetzt noch nicht beendet. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, hier war irgendwo noch ein krankes Mädel. Ne, da war es ein Unter. Die war doch, glaube ich, dass man die wieder gesund machen kann. Mit Fiebermittel in einer anderen Stadt war da. Schau, Schwester. Da ist Robwort. Nein. Tut mir leid, mein Bruder hat einen Fehler gemacht. Ob Robwort ist ein Dieb, aber dennoch hat er ein gutes Herz. Ich mach da mal ein bisschen runter, kann ich besser lesen. Robwort nimmt es von den Reichen und gibt es den Armen. Werden sie den Robby Hund nennen können. Rob wurde im Schloss gefangen genommen. Ich bin sehr besorgt. Ne, er ist frei. Er ist frei wie ein Vogel. Wer bist du? Du, warum platzt du hier rein? Einfach hier rein. Weil ich es kann. Glaub, ich müsste auch noch ein Gemälde bekommen. Das ist hier er. Achso, ja, das ist dieser Säufer gewesen, der kandidiert.
Also, er hat Lemmy den König die Glocke gegeben. Dadurch kam der König, also hatte er Möglichkeit, dort in den Dorf zu gelangen mit dieser zweiten Melina, wo die gewohnt hat, und er hat da alles dann niedergemacht. Das war ja Dorf, wo wir ja vorher drin waren und das Ölgemälde geholt haben. Hallo, willst du eines meiner Gemälde kaufen? Oh nein. Platz. Setz dich doch, hol dir etwas zu trinken. Das lasse ich nicht zweimal bitte. Ich bin Marcel, wie du siehst, bin ich ein Maler. Sieht man das unten? Man sagt, die Kunst lebt nicht von Brot allein. Malen bedeutet für mich Leben. Ich möchte, dass die Leute dank meiner Bilder sehen, was ich sehe und fühle. Wie findest du meine Kunstwerke? Naja, ich habe sie noch gar nicht gesehen. Aber ich mach mal abgefahren. Ich bin zwar kein Experte, aber deine Bilder sind echt groovy. Wirklich, danke, das ist sehr nett von dir. Ja, erstmal was hinterbechern. Lecker, also hat das geschmeckt. Ich hörte, der König sei tot, doch das ist mir egal. Ich bin glücklich, wenn ich malen kann, was ich mag. Also es labert ja nur ein dasselbe. Ja, da gibt's doch kein Gemälde, war es von jemand anders. Kennst du schon, komm, gehst du schon, komm wieder, wann immer du willst. Vielleicht kriege ich jetzt von ihm das Bild. Mir war so, dass ich immer von ihm so ein Bild mal gekriegt habe, dass in einer anderen Stadt weitergehen muss. Ich hörte, der König sei tot, bla bla, ich bin glücklich, ich bin... Ach so. Aber was ich mir hier noch holen muss, ist von der Weberei. Wo ist sie? Wo ist sie? Da ist glaube ich ein Schenkel. Hier ist der Biergarten. Ich glaube, das ist jetzt die Weberei hier. Ne, Janes Haus. Von der Ehen das Kleid holen. In einer Stadt muss man das Kleid nämlich abgeben. Ne, das war die Omi da, diese Hebamme. Kellerei? Dann war es doch hier. Willkommen, sowas. Betteln und Hausieren ist hier unerwünscht. Naja, du heimst nur die Look da von deiner Arbeiter ein, dumme fette Kudu. Wir werden nähen, sticken und weben wie die Ameisen. Ich will Mode machen, die man bezahlen kann. Kleidung, die jeder gerne trägt. Ja, ich glaube, das war erst, wenn die Stadt vergrößert wird. So, haben wir noch Zeit. Es kommt das sogar mit der Hexe, wo man mindestens Level 24 sein müsste. Jetzt sind nämlich die Pforte hier wieder offen. Ja, das ist das mit der Hexe. Und mit Kolumbus, wenn man das beendet hat, dann ist man, kann man segeln. Wenn wir bessere Medizin hätten, könnten wir mehr Leben retten. Dr. Emilio ist darüber sehr verzweifelt. Nein, beruhige ich mal den Doc. Was ist los? Du bist krank. Du siehst doch kerngesund aus. Was meine... Studie, haha, das geht noch niemandem etwas an. Es macht mich wütend, dass jedes Jahr Menschen an Fieber sterben. Mein Freund, ein
Entdecker fand auf einer Reise ein Fiebermittel, aber ich habe ihn noch nicht finden können. Ich muss von vorne beginnen. Ah ja, mit Hilfe der spanischen Königin hat er diese Weltmeere erforscht. Er kam zurück und behauptete, einen neuen Kontinent entdeckt zu haben. Ich habe keine Ahnung, wo ich ihn finden könnte. Aber ich, mein Freund Kolumbus, ein Mann mit einem großen Traum, mit Hilfe der spanischen Königin hat er, das ist Wiederholungen. Aber ich weiß, wo er ist. Naja, das weiß ich. Dann müssen wir Kolumbus einmal befreien. Jetzt nehmen wir von ihm vier Mittel und können das einem Mädel dieses Mittel geben, damit das wieder gesund wird. Deshalb die Wahl noch nicht beenden. Also noch nicht machen. Ich stehle gern solche Töpfe. Nee, ich stelle gern solche Töpfe und andere Dinge her. Ich solle ein schönes Kirschenschmuck entwerfen, was? Vielleicht könnte ich ein wertvolles Mineral verwenden. Ja, Blech. Der will das Blech haben und dann kriegt man von ihm irgendeinen Behälter und dem muss man irgendeinen Fischer oder sowas geben, das Behälter, damit das frisch bleibt. Es gibt jede Menge Sardinen, doch sie verderben leider so schnell. Es müsste einen Weg geben, sie länger haltbar zu machen. Ja, leg die in Salz ein. Mit Ruhe. Glückselixier. Auch wenn ich jetzt Maxi bin, Glückselixier geht noch bis zu 999, dann geht es darüber und dann geht es wieder von vorne los. Aber die Werte bleiben denn. Das Einzige, was nicht über 990 geht, sind die KP. Das habe ich denn mal ausprobiert. Das außer Glück, das geht glaube ich nur bis 155. Und Abwehr und Stärke geht bis zu 999. Hatte ich schon mal ausprobiert. Da muss ich gestehen, da habe ich mal kurz ein Sheet eingesetzt. Um zu gucken, natürlich habe ich das nicht beibehalten, ich will es sehr ehrlich durchzocken. Ohne irgendwelche beschissenen Cheats. Willkommen, blablabla. Jo, was hast du denn hier? Oh, hier gibt es schon die Götterknollen. Geld genug habe ich. Ich habe ja die Mäuse dafür. Die werde ich bestimmt noch brauchen. Wenn ich kaufen gehen. Ja, geh selber. Die habe ich, die habe ich. Jo. Bisschen Verteidigung erhöhen. Jo, es ist nur der Panzer. Beziehungsweise die Rüstung. Silberpanzer. Wehrt Giftangriffe ab. Finde ich toll. Ist ja nicht schon prickelnd, wenn man vergiftet wird. Dann gehen wir hier rein. Das ist der Typ da. Wo man sich das speichern kann. Ja klar, ich muss erstmal was bezahlen. Und dann labern wir den mal an. Wir werden uns wiedersehen. Das heißt, ich hast du die Prinzessin gesehen nach dem Tod des Königs, verschwand sie aus Lorel seltsam. Ich dachte, dass du vielleicht etwas wissen könntest. Ja, ich weiß auch, ich werde es bestimmt nicht auf die Nase binden. Du kamst durch den Zoll, das muss ganz schön schwierig gewesen sein, nicht wirklich. Ich hörte, der König von Lorei wurde ermordet, kam zu Tumulten. Ach so, ich sollte unsere müden Gast nicht überanstrengen. Es macht 10 Taler in Ordnung, ja. Blablabla, ja. So, dann penne ich erstmal eine Runde. Tue ich erstmal eine Runde ratzen.
Und Spuschert. Das ist schon 45. Also haben wir noch 15 Minuten, also die Hälfte haben wir schon rum. So, jetzt müssen wir hier ins Schlösslein. Da ist die Hexe, da ist es wirklich Mindestanforderungen. 24 Level ist die Mindestanforderung, sonst kriegt er das Mistvieh von Hexe nicht platt. Dürfte aber auch nicht so lang sein. Das Schloss, mir war es so eine Erinnerung, dass das Schloss nicht so derbe lang ist. Von daher müsste ich das in 15 Minuten schaffen, aber ich habe ja schon viele gesagt, dass ich das in dieser Zeit schaffe. Und ist doch nichts geworden. Ja, bei dem Skelett, wenn er den anschlägt, das hat man letztens nicht gesehen. Verteidigung, also den Schild, das ist einer der Schultertaste, also die rechte, um genau zu sein. Ne, ist ja nicht das Skelett. So, und irgendwo muss hier noch ein Rätsel herumschwören. Das nehme ich noch, um das Wasser wieder normal zu machen. Da komme ich ja später. Vielleicht seht ihr das. Da. Ich bin einfach nur ruhig angreifen. Ich krieg mich eh nicht. Weil ich so lahm ist. Da hat man Probleme, Dicker, oder was? Hier komme ich noch nicht. Hier komme ich nicht. Da muss ich später die komische Seele hinbringen. Als Dank dafür greift die mich dennoch an. Wie auch immer. Und dann ist es selten lohnbar. Was sind das für Gemälde? Die Augen der Menschen wurden herausgeschnitten. Gespenstisch. Wie in einem Albtraum. Du befindest dich gerade in einem Albtraum. Kurz vorneweg zu sagen, das sind die vier Söhne der Königin, die in diesem Haus gehaust hat, also in diesem Schloss. Ah ja, da brauche ich die Seele. Und Kolumbus, die sind dann mit Kolumbus mitgefahren und sind dann nicht wiedergekommen. Daraufhin ist die Königin ausgerastet und bla 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 und hat den Kolumbus hier eingesperrt. Achso, die muss ich erstmal runterlassen. Kriege ich eins dieser Juwelen. Hier geht's nicht lang. Bam. Und nochmal, ja. Die Drecksieger sind gar nicht so leicht runterzukriegen. Die richten sich auch immer wieder auf, die roten Viecher. Sag mal. Da. Mal aus dem Bild, dann müsste er weg sein. Jo. Wenn er die Anzeiten aus dem Bild geht, dann sind die Viecher weg. Ja, Kolumbus Rückkehr von seiner bla bla bla. Ja, das ist das, was ich im Voraus gesagt habe. Mit den Söhnen.
Also ich habe jetzt so vorgespult, wie man gesehen hat, 16-fache Geschwindigkeit, damit das eben sehr schneller geht, weil ich versehentlich noch mehr gedrückt habe. Dann spinnen wir ihn für dich behalten. Müssen wir hier oben rein? Ja, hier war es doch. Gib mir meine Söhne zurück, meine Söhne! Tod ist tot, Süßer. Einst gehörte ich der Gefolgschaft der Königin an. Die Königin lebte, ihre drei Söhne abgöttlich. Die Zeit des Jahres, in dem die Söhne starben, war ihr sehr wichtig. Jau, wir müssen nochmal da unten rein. Ich muss mal wissen, wann die gestorben sind. Einst gehörte ich der Gefolgschaft der Königin an. Die Königin hatte drei Söhne. Tragischerweise starben sie in jungen Jahren. Jo, so war das. Erstmal wieder hier oben. Hier war ja dann, wo Satan, wann die abgenüppelt sind. Was habe ich hier? Ach bitte, es beschreibt Kolumbus Rückkehr von seiner langen Reise. Viele Jahre vergingen seit dem Beginn der Reise. Im Jahre 286 kehrte Kolumbus heim. Sein Schiff ist nahezu zerstört. Kolumbus und seine Crew waren ein Boot, doch nicht die drei Prinzen, ein historisches Datum, aber ein Unglückstag für die Königin. Sie klagte Kolumbus für den Tod der Prinzen an und sperrte ihn ein. Ja, was war das nochmal? Ja, Rückkehr. 286. So, jetzt haben wir das. Sag mal, Probleme, du rotes Tricksvieh oder was? 286! Sag ich nochmal, dass ich es nicht vergesse. So, jetzt muss ich hier lang. War das hier oder unten? Platinrüstung. Ich glaube die... Jo, der ich noch nicht. Wird von der Garde getragen. Aha. Aber ich bin noch nicht, ich habe zwar drei Punkte mehr Verteilung, aber bin dafür jetzt nicht mehr Gift geschützt. Die treffen mich eh so gut, so kaum. Gold? Gold. Und ein Kristall, her mit meinem Kristall. Und er hält ein Kristall. Yay. Und er stirbt. Ach, betrachte dein altes Buch, das Tagebuch des Königs. Vor einer Woche erkrankte meine Frau. Ihr Zustand wird schlechter. Vielleicht hat der
Verlust unserer Söhne ihr den Willen geraubt. Sie spricht im Schlaf, dass sie niemals Ruhe finden wird. Und so ist es ja leider auch. Aber dafür ist sehr arg da. Nee, gilt nicht. Da muss ich denn irgendwie an das... Ja, geschafft. Und Kraftelixier. Noch mehr Muckis. Das Ark erstmal noch mehr Muckis kriegt. Und... Ja, lass es dir schmecken, Ark. Lass es dir schmecken und du explodierst. So. Und tschüss. Boah, 55. Da muss ich dann von unten wieder rein. Boah, Alter, das ist gar nicht so schnell. So funktioniert es nicht. Das funktioniert auch nicht. Ist so weit, glaube ich. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Ja, geschafft. Kapelle. Nee, da will ich nicht lang. Nicht da. Stirb! So. Ich glaube, hier hat sich die Königin sehr oft aufgehalten vor ihrer Erkrankung, bestimmt. Jedenfalls nach dem Tod ihrer Söhne. Was auch verständlich ist. Ich bin eine ruhelose Seele. Nimm mich mit und suche meinen Körper. Soll ich das tun? Ja. Habtung! Ich weiß, ich bin noch ein netter Kerl, oder was? Oder nicht? So, jetzt müssen wir wieder hier rein. Gleich haben wir endlich die Zeit um. Mein Körper, yay. Mit einem Schrei fährt die Seele in ihren Körper. Und das war's. Ja, das kommt davon. Keine Muckis. Hat zu wenig Fruchtzwerge gefuttert. Die Rüstung. Genauso wie du. Ist was fallen? Ja, her mit die Klunkers. Der war erstmal sehr geizig. Und? Na los, komm schon. Das war's.
Der Turmschlüssel. Den brauchen wir. Den brauchen wir. Ja, mein Schatz. Mein Schatz. Und Eispickel. Was für eine geile Waffe. Jetzt prügelt die Achse erstmal mit dem Eispickel durch die. Der kalte Hauch des Todes. Aber hätten die sich nicht irgendwas anderes ausdenken, irgendeinen anderen Namen als Eispickel geben können? Die hätten doch den Hauch des Todes nennen können oder sowas. Das schon in der Beschreibung steht. Jo, da ist es. Ja, was ist das für eine merkwürdige Maschinismus? Vielleicht dreht es sich, wenn man dagegen tritt und die Wände schlägt. Ja, lass mich los. Lass mich laufen. So, 286, Scheiße sagt, ja. Na, jetzt halt wieder von vorne. 286. Eine Shirt-Maschine. Ist das Musik? Ja. Sieht man schlecht? So, jetzt haben wir nämlich die Kronleuchter, die wir zuvor gesehen haben, runtergelassen. Oh, 33%, zack. Und zack. Stirbt! So, hier, wenn mein Teufel war irgendwo, ja, hier. Nämlich hier ist ein Opal oder irgendwas drinne. Eine Detail, die wir brauchen, Schlüssel für die Augen. Nämlich aus den Gemälden sind der Augen rausgeschnitten worden. Der Opal lag in der Asche der Feuerstelle. Ark erhält den Opal. Vor einem Feuerstelle, hä? So weit. Er wirft sein Feuerholz so weit in einen Kamin oder sowas. Verflucht! Die Tür ist verschlossen. Ja, die Tür ist verschlossen, ich weiß. Ah, die ist nicht. Doch, Schlüsse. Die ist verschlossen. Ah. Hier rein. Brauche ich den Turmschlüssel? Ja, ich will es anwählen. Und Sesam, öffne dich. So, jetzt kriegst du erstmal Nasch voll. Noch eine Flasche, ja. Oh, na los, explodiere.
Aber eigentlich brauche ich die Viecher gar nicht mehr so platt machen. Warum ich sie immer noch platt mache? Also Macht der Gewohnheit. Ja, ich bin ja auf Maxi-Level. Ja, den nehme ich natürlich mit, weil der nervig ist. Schon 441. Ne, da wollte ich nicht. Nein! Huch, wir sind ziemlich hoch. Mir wird schwindelig. Ah, schau, die Wand des Turmes auf der anderen Seite. Ja, da ist was Hübsches. Der nächste, das Drachenauge leuchtet in der Wand. Sicher ein wertvolles Juwel. Super, doch wie komme ich auf die andere Seite? Soll ich wie ein Huhn durch die Luft eiern? Bingo, ich werde dich anschubsen, damit du vom Fleck kommst. Vor allen Dingen anschubsen, ja? 1, 2, 3, los und tschüss. Babam. Vor allen Dingen wie? Der Topas sitzt im Auge der Schlangenskulptur. Arg erhält den Topas. Ja. Und tschüss. Nochmal benutzen. Arg benutzt den Kerkerschlüssel oder Turmschlüssel und kann rein spazieren. Und tschüss. Ach, warum mache ich das immer? Jo, jetzt können wir uns auch den anderen holen. Ja, wir wissen ein Kristall. Drecksvieh. Na? Hat diese Statue nicht irgendwas im Mund? Sieht ziemlich bissig aus. Hand reinstecken. Hey, ist doch ganz egal, ein oder zwei Arme. Na, ist überhaupt nicht wichtig. Du musst dich bloß wehren können und kämpfen. Dann macht deine Hand weniger nichts aus. Nein. Ak steckt seine Hand tief in den Mund der Statue. Ganz tief rein. Und tschüss. Rexy. Und Abwehrelixier, dann wenn man gleich die Abwehr erhöht. Möchtest du das auswählen? Ja, das möchte ich. Abwehrelixier ausgewählt und genippelt. Na, lauf, ah, lauf. So. Ah ne, da war ja der Kristall. Ach so. Da war gleich mal ein Empfangskomitee. So, jetzt haben wir das. Hört zwar jetzt, ich habe jetzt ein bisschen überzogen, aber was soll's. Ne, da rein, ja. So.
Jetzt holen wir uns erstmal das andere Teil. Nämlich, jetzt können wir nämlich das Juwel, was hier vorne gleich im Wasser lag, holen. Nämlich da liegt was Hübsches im Wasser. Er muss erstmal da rankommen. Denn die andere Seite. Doch nicht. Ich bin doch vorher. Ah, jetzt. Das Spiegelbild der Statue verrät das Versteck des Saphirs. Ach, er hält den Saphir. Ich weiß nicht, wie es bei dem Saphir ist. Ist, glaube ich, schwer im Wasser. Aber Diamanten, also richtige reine Diamanten im Wasser, die findest du da nicht. Das perfekte Versteck für Diamanten im Aquarium. Die sind dann richtig unsichtbar im Wasser. So, jetzt gehen wir dann zu die Dings hin. Hier unten nochmal. Jetzt müssen nämlich die Kronleuchter unten sein. Ja, sind sie auch. Soweit. Das war nicht beabsichtigt. Und Fisch. Und den Rubin. Jetzt haben wir alle Teile und können die Hexe herausfordern. Jo. Ah, gehört den Rubin, ja. Davon habe ich reichlich. Dann ist das die Götterfrucht. Und 150 lädt der auch. Und her mit meiner Frau. Und tschüss. Ist er nicht so, dass ich ein bisschen noch viel Laden habe? Hier ohne Blatt. Noch kein Kapitel. So, ja. Es wird. Also die Hexe mache ich das mit, weil jetzt für, was weiß ich, dann ist es eben eine Stunde oder sowas. Das letzte. Die Juwelen beginnen sich zu bewegen. Der erste Mann hatte blaue Augen. Der zweite Mann hatte eindrucksvolle schwarze Pupillen. Das ist aber weiß. Die Augen des dritten Mannes brannten voller Leidenschaft. Der letzte Mann hatte ein falsches braunes Auge. Na, kommt's? Da kommt was. Oh ne, war vorher an der Kette, aber eine Kette ist nicht dran. Oh, 15. Schon seit 15 Minuten überzogen.
Ja. Ich dreh dich nicht um. Fährte nicht mehr, doch du bist allein. Wird dies dein letztes Stündlein sein? Wir färben mit dir die Erde rot. Tief triffst du die falsche, dann bist du tot. Treffer! Das ist immer die hinterste. Wir Hexen tanzen um dich herum. Beweg dich nicht. Dreh dich nicht um. Zu viert sind wir. Doch du bist allein. Wird dies dein letztes Stündlein sein? Wir färben mit dir die Erde rot, triffst du die falsche, bist du tot. Hatte noch dieses Gelache gefehlt. Eine kristallklare Stimme aus dem Nix erklingt. Willkommen in meinen Kammer, genieße die Zeit wie im Traum. Erfreue dich am Spiel mit meinen wunderbaren Kindern. Das habe ich schon. Und jetzt müssen wir schnell sein. Ach, du hast Hexe verwundet. Ach, das war nicht nett. Aber wenn ihr mich umbringen wollt, ist das nett. Ja. Freilich. Im Moment kann ich sie jetzt noch nicht berühren. Na los, Süßer. Komm aus dem Puschen. Der hat doch mehr Verteidigung, als ich dachte. Naja, ist einer der schwersten Gegner hier, die Hexe hier. Und tschüss, das war's. Normalerweise ist es extrem schwer, weil ich habe ja extrem hoch gelevelt. Auf 50 auf Maxi. Maxi-Level ist ja, wie schon gesagt, also Mindestlevel 24. Darunter braucht man die erst gar nicht herausfordern, das ist schwachsinnig. Dann wird ihr die nicht schaffen. Und wenn, dann auch nur extrem schwer. Wird ihr extrem schwer. Also dieses, wenn ihr Level 23 Seiten habt ihr extrem große Schwierigkeiten. Also es ist wirklich heftig, was ein Level so ausmacht. Es ist vollbracht. Die Rache der Königin enthebt sich des Schlosses. Das fangen wir an zu labern, ich will den Land. Seufz. Huch, was habe ich getan? Tage der Qual träumte ich im Schlummer einen schier endlosen Traum. Ich bin Columbo, ein Forscher aus Waficato. Warum nahmst du Gefahren auf dich, um mich zu retten? Nun, nur so wollte das Meer sehen. Ach, mach ich aber das. Es gibt ein gutes Gefühl, Menschen retten zu können. Columbo, darf ich dir eine Frage stellen? Na, schieß mal los. Warum wurdest du hier gequält? Ich dachte, dass man nur Verbrecher peinigen würde. Columbo, vielleicht glaubten die Leute, dass man sperrte mich zu Unrecht ein, da die Prinzen auf der Reise starben,
Doch das ist nicht die Wahrheit. Ich akzeptierte die Qualen als Buße für meine Gier. Loritz König und Torinas Königin, die Mächtigen sind alle gleich. Leider kann ich nicht mal dir den wahren Grund nennen. Wenn der wahre Held geboren wird, enthülle ich mein Geheimnis. Als wir den neuen Kontinent entdeckten, wurden wir eines klar, wo wir auch leben. Alle Menschen sind gleich, wir lachen und weinen und sind eine Familie. Die Freundschaft sollte alle Länder und Kontinente verbinden. Dies deswegen gebe ich mein Navigationskenntnisse gerne weiter. Lass uns nach Ahola zurückkehren. So, jetzt müsste ich auch das Fieber mitkriegen, was ich für das kleine Mädel da brauche. Ich habe allen Seeleuten mein Wissen über Navigationen vermittelt. Bin sicher, sie werden deine Wünsche erfüllen. Ich bin müde, ich möchte ein wenig schlafen. Naja. Als ob das so schnell gehen würde. So, jetzt Erzin, wo bist du? Da bist du ja. Es scheint, dass Columbo geistig und körperlich erschöpft ist. Er soll sich in meinem Hospital etwas erholen. Na denn? Erhol dich schon. So, Schnecke, jetzt bist du dran. Brauchst du ein Fiebermittel? Natürlich. Ein Fiebermittel kann ich etwas davon haben? Hier, wenn jemand an Fieber leidet, gib ihm davon zu trinken. Arg erhält das Fiebermittel. Na? So, jetzt gehe ich erstmal los. Speicher ab. Und dann war es das für dieses Let's Play. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich speichere jetzt bloß noch schnell ab. Hau mich aber vorher ins Bett. Ernsthaft. Suchte mich nachts auf. Wach auf! Naja, war der Satz zu beenden, aber naja, dann kommt das. Entschuldige, es ist spät, doch wir haben wenigstens Zeit. Wir brauchen dich. Prinzessin Melina ist in Gefahr. Jemand will sie ermorden. Jetzt ist nicht die Zeit für lange Reden. Sie muss schnellstens fort. Wir könnten sie an Bord des Schiffes bringen, aber alleine? Ich suche jemanden, der sie beschützt, während ich den Mörder verfolge. Ja, 15%. Ich muss langsam aufhören. Könntest du das übernehmen? Yay! Eine solche Aufgabe kann ich beim besten Willen nicht ablehnen. Großartig. Ich denke mal, ich habe zu schnell gespielt. Jetzt kann ich meine Freundin retten. Ich werde euch später folgen. Passt gut auf sie auf. Ich sehe dich morgen früh in Aloha. Ich zähle auf dich. Ja. Mach Galle, Oma. Ich will weiter pennen. Oh, es kommt noch der. Ernsthaft. Was soll das heißen, wirklich arg? Warum hast du das denn nicht gleich gesagt? Welche Wahl hatte ich? Hätte ich ablehnen, wären sie nicht gegangen. Und eine Reise zu einem neuen Kontinent klingt gut. Überraschenderweise ist er nett zu älteren Damen. Worauf willst du eigentlich hinaus? Ich nicht schlaf ein wenig.
Es wird eine anstrengende Reise. Los, Galle, Galle, Galle! So, jetzt ist aber wirklich Schluss. Es wird nur schnell gespeichert und dann sage ich erstmal goodbye, bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal werden wir nämlich die Ball machen. Ja, die muss auch gemacht werden. Und einfach haut rein!